Hallo und herzlich willkommen hier bei Kachelmann Wetter. Ja, Polarluft und auch Frost, das wird dann mal zum Wochenende ein Thema werden. Allerdings auch nichts Großartiges mit einem markanten Kaltlufteinbruch. Und wir schauen natürlich auch wieder, was mit dem hochdruckgeprägten Wetter, vor allem nächste Woche, wie es da so weitergeht. Wir müssen allerdings zunächst mal Richtung Iberische Halbinsel, Richtung Spanien, in den Großraum Valencia schauen. Da hat es gestern schwere Unwetter und Sturzfluten gegeben. Wir sehen, es hat sich mit einem Höhentief, was sich im Bereich der Iberischen Halbinsel abgespalten hat, also südlich von uns, da hat sich ein extremes Gewittersystem gebildet, was sehr lange über viele, viele Stunden ortsfest gewesen ist. Dieses Gewittersystem hat so eine V-Form, die wir sehen, die sich ausgebildet hat. Und an der Südflanke dieses Gewittersystems, da kommt sehr feuchte und energiereiche Luft vom brühwarmen Mittelmeer immer wieder reingezogen. Und das heißt, es bleibt relativ ortsfest. Immer wieder bilden sich an dieser Südspitze neue schwere Gewitter mit extremen Sturzfluten. Sogar Tornados hat es dort gegeben und teilweise auch Hagel. Wir sehen das hier mal in dieser Animation, wie das Ganze ziemlich ortsfest gewesen ist. Ja, und leider gibt es auch sehr, sehr viele Videos in den sozialen Netzwerken, wie beispielsweise hier mal auf X. Es hat extreme Sturzfluten gegeben, die aus den Höhenlagen, aus den Bergen dort hinaus, nach Valencia runter, hat es extreme Sturzfluten und Hochwasser gegeben. Brücken wurden weggerissen. Ja, und eben auch durch viele Orte sind diese Sturzfluten durchgegangen. Die Schäden lassen sich wahrscheinlich noch gar nicht beziffern. Es wird extreme Schäden gegeben haben. Ja, und leider muss man sagen, gibt es heute Morgen auch erste Meldungen, dass mehrere Menschen ums Leben gekommen sind und auch noch Menschen vermisst werden. Also es wird wohl sehr, sehr große, auch schon schlimme Ausmaße haben. Das Ganze ist, wie gesagt, wahrscheinlich erst heute im Laufe des Tages und auch in den nächsten Tagen zu erfassen. Ja, man muss ja schon sagen, zum Glück gestaltet sich bei uns das Wetter deutlich ruhiger. Es wird heute wieder viel Grau geben. Wir machen es einfach mal schnell, vor allem in der Nordhälfte, so nördlich der Mittelgebirgsschwelle. Teilweise so ein bisschen in die Mitte rein, nieselt es nochmal hier und da ein bisschen. Es wird viel Grau geben. Und auch im Süden wird es sehr, sehr zäh werden mit Nebel und Hochnebel. Auch am Oberrhein zum Beispiel kann es sich durchaus mal länger heute gestalten, dass das Grau sich sogar vor allem so Richtung Rhein-Neckar auch so teilweise den ganzen Tag hält. Wieder am meisten Sonnenschein rund um den Schwarzwald bzw. Höhenlagen im Schwarzwald, aber auch auf der Alp. Und dann teilweise eben auch so Richtung Alpen wiederum sonnig. Hier ist es ja schon seit Tagen im Grunde sonnig. Und hier wird es auch am mildesten durchaus mal so 16 oder 17 Grad. Ansonsten ändert sich einfach nicht viel. In der Nacht ändert sich auch nicht viel, können wir auch direkt schnell zusammenfassen. Die Nacht auf Donnerstag wird wiederum vielleicht mal nach Norden hier und da ein paar Auflockerungen bringen. Sonst viel Nebel und Hochnebel. Nach Süden nebelt es auch wieder mehr zu, wo es aufgelockert hat. Tiefstwerte so im Westen vielleicht mal knapp zweistellig irgendwo. Ansonsten eher so 6 bis 9 Grad. Wir schauen uns die Wetterlage im weiteren Verlauf mal an. Wir sehen, eine Hochdruckzone baut sich auf in den nächsten Tagen. Am Freitag wird dann allerdings eine schwache Kaltfront hereinlaufen in das Hochdruckgebiet hinein, die bis Samstag dann auch so langsam unter Abschwächung den Süden erreicht. Den äußersten Süden, die Alpen, wird diese Kaltfront wahrscheinlich gar nicht erreichen, auch so den südlichen Oberrhein zum Beispiel. Hier wird sie sich auflösen und gar nicht so den großen Luftmassenwechsel bringen. Das heißt, in den Alpen zum Beispiel ändert sich wahrscheinlich überhaupt nichts am Wetter, während sonst nach Deutschland, vor allem in den großen Norden, Nordosten, doch mal ein Schwung Polarluft hereinkommt. Also hier erfolgt schon ein Luftmassenwechsel und die Luftmasse wird teilweise dann eben am Wochenende auch mal trockener werden und nicht mehr so Nebel- und Hochnebelanfällig. Richtung Sonntag sehen wir dann im Grunde auch beim Blick auf die Höhenwetterkarte, wie sich eben diese Omega-Struktur aufbaut, was wir schon in den vergangenen Tagen erläutert hatten. Das heißt eben, es macht sich wieder mehr Hochdruck von Westen her breit. Was bedeutet das erstmal? Schauen wir auf den morgigen Tag erstmal drauf. Wieder keine große Änderung. Es wird wieder viel, viel Grau geben, vor allem in der gesamten Nordhälfte. Wiederum im Süden, wiederum am meisten Sonnenschein im Schwarzwald. Ich muss schon fast lachen, weil die Aussichten ja immer gleich sind. Die Höhenlagen im Süden schauen wieder aus dem Grau raus, auch die Alpen. Hier wird es auch wieder am mildesten werden. Ansonsten ändert sich auch an den Temperaturen einfach nicht viel. Wir machen es jetzt mal schnell. Richtung Freitag kommt ja diese schwache Kaltfront rein in den Norden. Das heißt, hier auch stark bewölkt, zeitweise mal ein bisschen Regen oder Nieselregen, der aufkommen wird. Es lockert dann vorübergehend mal gut auf. Sogar vor allem so Richtung Sachsen, östliches Thüringen, vielleicht so südliches Brandenburg rein, könnte die Sonne sich sogar längere Zeit ganz gut durchsetzen. Im Vorfeld
mit dieser Front. Der Wind frischt etwas auf, vertreibt hier mal Nebel und Hochnebel. Ansonsten eher so die Nordhälfte grau, nach Süden hin keine Änderungen, teils grau, vor allem die Höhenlagen wieder sonniger. Von den Temperaturen auch im Grunde keine große Änderung zu den vergangenen Tagen. Schauen wir schnell auf dann das Wochenende. Wie sieht der erste Trend aus? Ich habe mal so Samstag, Sonntag und Montag gemacht. Und wir sehen schon am Wochenende, es steigen wohl die Chancen, dass sich die Sonne insgesamt mal besser durchsetzt. Weil die Luftmasse eben hinter der Kaltfront ein bisschen trockener wird, bedeutet am Samstag wohl, dass eben diese schwache Front mit teilweise noch mal ein bisschen Nieseln und etwas Regen, geringen Regenfällen so über den Westen und Süden ziehen wird, die Alpen wahrscheinlich gar nicht erreichen wird. Hier bleibt es weiterhin sonnig. Und dahinter kann sich wohl vor allem zwischen dänischer Grenze, Schleswig-Holstein, Ostsee, so bis in den Osten Deutschlands runter, vielleicht sogar so bis nach Sachsen, Thüringen, die Sonne ganz gut durchsetzen. Hier ist die Luftmasse eben trockener. Ja, und dann sehen wir eben ganz gut, dass sich dann im weiteren Verlauf auch so Richtung Sonntag doch die Sonne insgesamt bessere Chancen hat. Das heißt, es könnte sogar recht freundlich werden im Tagesverlauf. Es bleibt auch trocken. Und dann am Montag eher wieder aus Norden, Nordosten ein Einsuppen im Norden, Nordosten. Dass hier wiederum feuchte Luft kommt am Rande des neuen Hochdruckgebietes. Also wir kommen dann wieder eher sowohl im Verlauf der Woche in eine Lage, die häufiger wieder grau werden wird, während am Wochenende eben die Sonne dann mal bessere Chancen hat. Temperaturen sehen wir schon, es ist ein leichter Rückgang zu erwarten tagsüber. Mit Sonnenschein wird es allerdings häufig noch zweistellig, nach Norden, Osten durchaus mal einstellige Höchstwerte. Und wir sehen schon, die Nächte werden dann deutlich kälter, weil es wohl auch häufiger aufklart. Auf Sonntag und Montag kann es gebietsweise Frost geben. Dazu will ich mal die Tiefstwertkarten zeigen, weil ja in den Trendkarten nur diese wenigen Temperaturen eingezeichnet sind. Schauen wir uns mal an, die Nacht auf Sonntag sehen wir vor allem so der große Norden, Osten durchaus mal an die 0 Grad. Es wird wohl nicht die verbreitete Frostlage werden, aber so Mulden, Senken und ländliche Gebiete durchaus mal minus 1 bis vielleicht minus 2 Grad. Und auch die Nacht auf Montag dann so, während so im äußersten Norden es vielleicht schon nicht mehr ganz so kalt wird, sehen wir so vor allem auch so an Streifen über der Mitte und dann auch vielleicht nach Bayern rein, wo es durchaus mal für Frost reichen kann. Also schon die Nächte vor allem werden kälter und auch die Tage. Da wird es einen leichten zumindest Temperaturrückgang geben. Man wird es vor allem im Norden und Osten spüren, dass es eine ganz andere Luftmasse ist als zuvor. Das mal zum ersten Trend. Wie sieht es im weiteren Verlauf aus? Im Grunde können wir uns mal die Karten anschauen für die Wochenmitte dann. Wir sehen im Grunde nach dem ECMWF-Wettermodell ja schon ein bisschen beeindruckend über weiten Teilen Europas. Eine große, umfangreiche Hochdruckzone, relativ windschwach das Ganze. Was soll man dazu noch groß sagen? Wenn wir das mal vergleichen mit dem US-Wettermodell, bei der Lage des Hochs gehen die Modelle logischerweise bei diesem Zeitraum jetzt etwas auseinander, beziehungsweise schon deutlicher auseinander. Das US-Wettermodell hat über Skandinavien ein Tiefziehen und das durchaus mal den Norden wieder schwache Ausläufer mit etwas Regen oder Nieselregen streifen. Es lässt sich wohl sagen, dass im Verlauf der Woche, wie ich eben schon gesagt habe, eher wieder die Neigung zu mehr Grau zunimmt. Das heißt eben das typische Spätherbstwetter oder auch Novemberwetter. Im weiteren Verlauf wird es dann ein bisschen interessanter, wenn wir uns da mal anschauen, was das ECMWF-Wettermodell dann berechnet. Denn da schauen wir uns jetzt mal drauf für den kommenden Freitag dann, also jetzt Freitag in einer Woche. Da hat das ECMWF-Wettermodell doch tatsächlich über Osteuropa ein sehr, sehr starkes Hochdruckgebiet drin. Mit teilweise 1050 Hektopascal hier im Zentrum des Hochdruckgebiets schon wirklich beachtlich starker hoher Luftdruck. Wir würden so am Westrand des Hochs liegen. Das heißt, auch hier gäbe es keine Änderung. Es wäre weitgehend trocken, auch teilweise wieder grau und blau nah beieinander. Kein Ende dieses überwiegend geprägten Hochdruckwetters, was sich so ab dem Wochenende ja einstellen wird. Ja, das im Grunde mal so ein paar Karten. Wir sehen, die Unterschiede sind natürlich in dem Wettermodell noch vorhanden, aber es deutet eben vieles eher auf einen blockierten Atlantik hin. Und das ist eben auch das Stichwort. Wenn wir uns mal die Niederschlagsmengen anschauen, jetzt bis Tag 10, Tag 9, Tag 10 hinten raus, sehen wir ganz gut, dahin tendiert genauso das US-Wettermodell eigentlich, dass wir ganz klar sehen, wie zunächst die Tiefdruckgebiete sich immer wieder auch im westlichen Mittelmeer Raum abspalten, vor allem hier auch rund um die Balearen in den nächsten Tagen immer mal wieder teils kräftige und gewittrige Niederschläge mit Unwetterpotenzial und gleichzeitig ist auch klar zu erkennen, wie über dem um das blockierende Hochdruckgebiet herum die Tiefdruckgebiete vom Atlantik abgelenkt werden über Skandinavien und dann weiter
weiter Richtung Russland bzw. Osteuropa. Das heißt, es ist ganz klar das große Hochdruckloch bei den Niederschlägen zu sehen, wobei man wie gesagt auch sagen muss, dass durchaus auch mal etwas Nieselregen oder ganz schwache Ausläufer im Verlauf nach Deutschland reinkommen. Aber wir sehen schon, vom Atlantik kräftige Tiefs oder so wird sehr wahrscheinlich nichts kommen. Und das zeigen uns auch eigentlich alle Karten mittlerweile bis etwa Mitte November. Wir sehen weiterhin auch hier im Mittel, was eben neu gekommen ist vom US-Wettermodell, dass ganz klar eben hier in der Höhenwetterkarte, in der Anomalie, dass klar eben ein abgeriegelter Atlantik gezeigt wird mit eher milden Luftmassen, höhenmilden Luftmassen, die nach Norden verfrachtet werden, über Westeuropa und eben kühlen Luftmassen, deutlich kälteren Luftmassen, die vor allem eben von Russland über Osteuropa sogar bis in den östlichen Mittelmeerraum und nach Italien vorstoßen können. Ganz typisch bei diesem Hochdruckgebiet, was sehr in der Höhe sehr, sehr stabil wohl sein wird, wahrscheinlich nach aktuellem Stand sogar bis etwa Mitte November. Das zeichnete sich ja gestern auch schon ganz gut ab. Ich wünsche allen damit erstmal einen schönen Tag und wir sehen uns auf jeden Fall morgen früh wieder. Bis dann und ciao.